Hey Leute, und ja, war ja klar. Und damit willkommen zu einem ganz kurzen, ich sag jetzt mal Infovideo. Relativ kurzfristig, denn es kam gerade ein recht großes Update für ARK, 1,4 GB. Es wurde lange auf der ARK-Webseite angekündigt, dafür ist es allerdings relativ enttäuschend, aber da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich wollte euch nur gerade mal schnell Folgendes zeigen, was ab jetzt für knapp einen Monat, glaube ich, wild spawnt. Und zwar nicht dieser Agent hier, sondern das da. Das ist ein fucking wilder Tech-Rex. Das ist ein Event, das läuft, glaube ich, jetzt von heute, dem 15. Juni, bis zum 15. Juli. Ich habe keine Ahnung, was der besser kann, außer dass er halt natürlich fucking geil aussieht. Vor allem das Grün da drin ist Hammer. Es gibt noch keinerlei Spawn-Commands, zumindest zu diesem Zeitpunkt jetzt nicht. Also das Update ist auch gerade erst quasi frisch runtergeladen. Ach, als wenn. Ja gut. Die haben ihn halt einfach gerade mal getötet. Ihr seht's hier, Tech Rex Level 6. Ja, gut. Scheißviecher. Ihr merkt, es ist wirklich sehr spontan aufgenommen. So. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich kann das Vieh nicht spawnen und ich weiß nicht. Ja. Schade. Ich würde sagen, sehen wir uns sonst eventuell gleich nochmal, wenn ich vielleicht einen neuen gefunden habe. Ich bin jetzt nur schnell in Singleplayer gejoint, weil ich auch gerade auf keinen Server connecten kann, weil die alle noch nicht das neue Update drauf haben. Weil ich mir das angucken will. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden, jetzt haben die scheiß Agents ihn totgebissen. Ja gut. Dann muss ich jetzt mal schauen, wie ich den wiederkriege. Wir sehen uns sonst gleich wieder. So, Leute, ich hab einen. Geh mir nicht auf den Sack. Verdammt! Ich bin im Mann! Ach, Leute, ich bin im Admin-Modus und ein Raptor kann mich umnocken. So, jetzt muss ich zusehen, dass ich das Teil irgendwie zeitnah getamed bekomme. Cheat. Was war das? Do tame? Oder sowas in der Art? Gehen wir mal eben aus. Ja, funktioniert. So, schlag dich mit dem anderen Saber, los. Sitz, aus, alle Sitz. Komm her. Jawohl. Okay, ich hab ihn. Kann ich mich draufsetzen? Nein, ich brauche einen Sattel. Okay. So. Jetzt können wir erstmal in Ruhe gucken. Also. Nochmal um auf gerade. Oh mein Gott, jetzt geht mein Discord an. Ein Augenblick. So, hier haben wir ihn, den Tech-Rex. Ja, entschuldigt bitte das etwas unvorbereitete Video jetzt. Ich wollte es relativ spontan eigentlich machen. Ich bin jetzt hier gerade ein paar Minütchen über die Map geflogen, habe tatsächlich auch jetzt zwei Stück gefunden. Ihr habt gesehen, gerade einer ist schon verreckt. Scheinen in verschiedenen Farben aufzutreten. Ich muss sagen, der davor hat mir besser gefallen. Der war schwarz, schwarz-grün. Wobei der jetzt natürlich auch irgendwie ganz cool aussieht. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, ich brauche einen Sattel. Ich muss mir einmal fix einen Sattel cheaten. Einen Augenblick. Jetzt ist die Frage, funktioniert der natürlich mit einem normalen Sattel oder brauche ich darauf jetzt einen Tech-Rex-Sattel? Lasst mich mal schauen. Nee, scheint zu klappen. So, was kann das Tier jetzt, außer dass es cool aussieht? Reißen. Rollen. Und nix. Was war das Teil für Stats? Ja, gut. Für Level 40 würde ich sagen, ist das vielleicht sogar gar nicht so schlecht, aber im Normalfall ist man natürlich andere Stats gewöhnt. Ja. Wenn ich das jetzt von ARK richtig verstehe, also das neue Update, um euch da kurz nochmal auf dem Laufenden zu halten, ist Archäologie.
oder sowas in der Art ausgesprochen. Verlinke ich euch unten nochmal dazu das Video. Beziehungsweise vielleicht habt ihr das schon vor dem Video kurz gesehen, je nachdem, ob ich das zusammengeschnitten habe. Das ist quasi einfach nur, man findet am Strand Häufchen, aber keine Häufchen, an die ihr vielleicht gerade denkt, sondern Knochenhäufchen oder sowas in der Art, die man quasi ausbuddeln kann. Ich muss mir mal gerade mal ein bisschen Infinite Stats hier geben, dass ich hier mal laufen kann. Und diese Knochen kann man eben sammeln und daraus kann man dann irgendwie, wenn man die gesammelt hat, eine gewisse Zahl, kann man im Cooking Pot daraus dann Skins craften. Verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz, so was das soll. Dafür hat Ark jetzt über eine Woche, irgendwie 10, 12 Tage oder so, einen Countdown gemacht. Jeder hat gedacht, jetzt kommt halt mega das DLC oder irgendwie mega der Release und da ist enttäuschenderweise nur das bei rausgekommen, dass wir jetzt am Strand nach Häufchen buddeln können. Und es gibt, wie gesagt, das hier ist nicht von Dauer, das ist ein Event, das geht jetzt einen Monat ungefähr. Anstatt normalen Rexen können halt eben auch solche Tech-Rexe hier spawnen. Die können nichts, wenn ich das jetzt richtig sehe, also beißen und rollen. Das, was jeder Rex kann. Interessant ist aber, das habt ihr wahrscheinlich auch im Trailer dann gesehen, wenn ihr diese Tech-Rexe breedet, ist halt interessant jetzt mal zu wissen, was kommt dann da tatsächlich. Also ich weiß, dass da Tech-Rex-Babys rauskommen. Was ich mich gerade nur frage, was passiert, wenn ich diesen Rex mit einem normalen Rex breede? Das könnte ich vielleicht am Ende nochmal ausprobieren. Verstehe ich noch nicht, was das soll. Also dafür braucht man eigentlich nicht 14 Tage einen Countdown machen, um anzukündigen, dass wir jetzt buddeln können. Und dass wir so einen Rex haben. Ach ja, natürlich. Entschuldigt, es gibt natürlich noch ein weiteres Add-on. Es gibt noch 3 neue Tiere, soweit ich weiß. Also es gibt, glaube ich, das seht ihr aber auch in dem Trailer, blende ich euch jetzt vielleicht nebenbei nochmal ein. Es gibt natürlich noch 2, 3 neue Tierchen, die man sich dann angucken kann. Ich glaube, das ist zum einen der Brachio, das ist quasi wie so ein Bronto-Verschnitt oder sowas. Und dann gibt es noch so einen Trike-ähnlichen, Name fällt mir gerade nicht ein. Und ich glaube, irgendein mittelgroßer sollte auch noch dazukommen. Aber ich glaube jetzt tatsächlich für das, was ihr bei mir in den Ark-Videos seht, nichts Weltbewegendes, was die Ark-Videos grundlegend jetzt auf einmal wieder verändern wird. Gut. Damit kommen wir zum Schluss. Ich schaue nochmal, was ich so alles rausfinden kann und halte euch auf dem Laufenden. Das ist auf jeden Fall der Backrex jetzt nun in-game. Und ja, ich bin mal gespannt, welche Farben es da noch so gibt. Vielleicht, ob es da Mutationen drauf gibt, keine Ahnung. Pink wäre bestimmt lustig. Ja, und ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. So, Leute. Ich habe es jetzt nochmal eben fix ausprobiert. Ihr seht, männlich, weiblich, aber da ist kein Herz. Also, die sind nicht mate-boosted. Folglich habe ich sie gerade auch versucht, trotzdem zu maten. Es klappt nicht. Also, man muss schon 2 Tech-Rexe nehmen oder 2 Rexe halt, damit man hier weiter Rexe züchten kann. Mich hatte furchtbar interessiert, wie die Tech-Rex-Babys aussehen, beziehungsweise man sieht es kurz im Video, aber ich hätte sie ganz gerne selber nochmal einmal gezüchtet. Geht eben aktuell schwierig, weil es eben noch kein Command zum Spawnen von Tech-Rexen gibt. Das kann ich eventuell nochmal nachreichen, aber letzten Endes wissen wir alle, wie ein Rex-Baby aussieht, halt quasi der in klein. Gut, ja, dann würde ich sagen, das war's jetzt wirklich. Ja, Leute, macht's gut, haut rein, bis dann, ciao, ciao.